Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Willkommen zurück. Wir stehen jetzt vor der Wahl. Wollen wir den Timuriden jetzt schon den Krieg erklären oder wollen wir Krieg führen gegen Mazandaran und gegen... Ach, jetzt Nogai. Okay. Nogai wäre ja auch mal eine Idee. Chagatai und Ghazikumuk helfen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Mazandaran hat als Verbündeten jetzt Shirvan immer noch, aber die sind nur noch so klein. Mein Gott. Ja, okay, dann machen wir Mazandaran platt, oder? Schauen wir mal. Wir warten mal ab. Erstmal muss ja auch Ardalan integriert werden noch. Dann sind wir noch größer. Dann sieht das hier auch nicht mehr so aus wie so ein Flickenteppich. Ja, der Handel gibt uns schon richtig Einkommen tatsächlich. Gar nicht so schlecht. Vielleicht gut, dass wir dann die Handelsgebäude alle verbessert haben. Und jetzt können wir endlich auf zumindest Stufe 5 gehen mit unserer diplomatischen Stärke. Tabriz hat eine Rebellion. Das gilt es niederzuschlagen. Unser Zwei-Sterne-General macht sich auf den Weg. Und das wird auch von Erfolg gekrönt sein, habe ich gar keine Zweifel. Das haben wir geschafft. Ja, schauen wir uns doch mal die Welt so ein bisschen an, was sich getan hat. Ist ja auch mal eine Gelegenheit dafür vielleicht. Also Tlemcen hat überlebt. Das ist gar nicht so häufig, dass sich hier die algerische Nation durchsetzt gegen Marokko und Tunesien. Marokko hat in der Zeit alle seine Vasallen integriert und hat es tatsächlich geschafft, die Iberer zu vertreiben. Die haben ihrerseits die Reconquista abgeschlossen. Trotzdem, Ceuta ist gefallen. Portugiesen mussten es abgeben an Marokko. Saleh, der Piratenstaat, hat sich nicht gegründet, aber immerhin Tafilat, die Goldprovinz, ist in marokkanischer Hand. Also kann man mal sehen, sind die verbündet mit Tlemcen, ja genau, und mit Aragon vor allem. Aragon wurde von Kastilien wiederum stark vernichtet, also die haben da einige Provinzen verloren. Interessant, wie das lief. Frankreich ist total unspektakulär, da ist gar nichts passiert mit England, Burgund, also wirklich gar nichts. England hat sich ein bisschen in Irland reingefressen, das machen sie immer, ein bisschen was von Schottland geholt, das machen sie auch immer. Polen hat sich die Walachei gegönnt, das passiert nicht immer, aber das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, vor allem wenn man Moldawien so schnell integriert. Danzig ist ein Vasall. Moskau unterstützt aber deren Unabhängigkeit. Interessant, dass Moskau da jetzt schon gegen Polen-Litauen vorgeht. Die sind auch schon relativ groß, die Blaue Horde ist sehr klein. Kasan wurde ja schon mal von Moskau vernichtet, also Moskau sieht sehr gut aus. Scheint auch Novgorod schon zu haben. Wenn wir mal auf die Great Power Actions schauen, sehen wir, dass Moskau ja 474 Development hat. Das ist durchaus einiges. Damit sind sie Vierter oder so, aber auch nur ganz knapp. Sie könnten auch Zweiter, sie könnten auch Dritter sein. Ja, die Ming sind schon zur Hälfte zusammengebrochen, wie es aussieht. Werden wahrscheinlich komplett zusammenbrechen. Das Osmanische Reich hat halt sehr viel Development mit 587, aber insgesamt ist das alles noch nicht so viel und wir haben auch schon 308. Das ist nicht nichts. Also so langsam können wir uns sehen lassen. Wir haben auf jeden Fall mehr als die Timuriden, oder? Ja, müssen wir haben. Wenn wir Dänemark überholen, sind wir eine Great Power. Ich sag's ja nur. Wir kommen. Ich würde ja schon gerne diese Steuergebäude auch noch bauen, aber irgendwie kann ich mir das jetzt gerade nicht leisten. Ja, und gegen die Timuriden, weiß nicht, was da jetzt die beste Vorgehensweise wäre. Die haben immerhin 14.000 Mann, können auch nochmal mehr ausheben und sie haben eben ein paar Verbündete, die einfach nervig werden können. Wir haben jetzt gegen Mazandaran die Gelegenheit und jawohl, die haben ihre Provinz aufgewertet, nämlich Lahijan. Auf 22, richtig attraktives Ziel damit. Und damit auch ein Kriegsgegner. Den wollen wir uns holen, weil die Provinz mit 22, die lasse ich mir nicht entgehen. Hoch der Waffenruhe, wie lange haben wir noch? Oh, bis 89. Ärgerlich. Ärgerlich, aber dann können wir auf die anderen Provinzen auch noch Ansprüche erheben. Eigentlich ist es ja gut, wenn man die hier machen lässt, die kleinen Nationen erstmal, weil die Provinzen hier in Mazandaran immer so extrem aufwerten. Am Ende hat man dann nur 20er oder 30er Provinzen. So, in Amol gibt es eine Rebellion. Da müssen wir diesmal die Garnison überhaupt nicht entsenden. Können uns die militärische Macht sparen. So, in Mascht haben wir eine Rebellion.
Glück kommt selten allein. Bald können wir hier die Protze haben. Ich habe das auch noch nie auf Deutsch gespielt. Ich finde den Namen ziemlich lustig. Botze. Aha, die Osmanen wollen Durchmarschrechte. Wir schauen uns erstmal das hier an. Wir können die Korruption verlieren. Ah. Also entweder wir verlieren Loyalität oder wir verlieren Korruption. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt verliere ich dann lieber die Loyalität. So, was machen die Osmanen? Oh, sind gegen die Mamelucken im Krieg. Da kriegt ihr meinen Zugang gerne. Da schaue ich gerne zu und hole mir Popcorn. Auch wenn ich befürchte, dass die Osmanen das ziemlich leicht gewinnen werden. Keine starken Gegner da. Und ihnen helfen auch noch Tunesien und die Krim. Heieiei. Gut, die Krim ist ein Vasall. Ja, nee, nee, das schaffen die Osmanen locker. Das ist das Ende des Mamelukenreichs. Also zumindest der Anfang. Wahrscheinlich wird hier Syrien erstmal an die Osmanen gehen. Ja, die Rebellen haben sich... Ihrerseits haben sie mich einfach angegriffen. Okay, kann man auch machen. Basra wird als Teil unseres Besitzes angesehen. Genauso wird es mit den anderen Provinzen hier in Südmesopotamien auch gleich sein. Diplomatische Macht hätten wir. Ja, wir sind schon mal echt gewachsen. Und wenn dann Ardalan integriert ist zu ein Viertel, ist das ja schon geschehen. Wir werden nochmal größer. Jetzt haben wir da wieder eine Rebellion. Ey, das hört auch nicht auf. Ich bin immer zu spät. Aber immerhin kann ich jetzt mal die Protze holen. Dann haben wir nochmal stärkere Truppen, die sich diesen 9000 Mann dann entgegenstellen. Das Dumme ist, dass es halt immer Separatismus für 10 Jahre auslöst, wenn die Provinz belagern können. Und die spawnen auch immer in der Provinz, die mal eben nicht an eine Vorprovinz grenzt. Das ist ärgerlich. Denn ansonsten wäre dieser Separatismus-Malus nicht vorhanden, wenn sie neben einem Vor die Provinz erobern würden. Ja, schaut euch das an. Die Osmanen gehen da durch wie durch Butter. Das ist gar kein Problem für sie. Gar keins. Ja, Damaskus wird hier belagert. Die haben auch schon Artillerie dabei. Also das ist heftig, wie stark die sind. Schauen wir uns das mal an. Gesamtstärke 61.000 gegen 56.000, ne? Keine Frage. Ups. Die müssen wir nicht beobern. Die ist nämlich neben einem vor. Das hat keine weiteren Auswirkungen. Da warten wir noch auf unsere Nachhut. Das sind ja immerhin nochmal 10.000 Mann. Und dann greifen wir zusammen an. Ja, ein bisschen schade, dass wir es jetzt nicht gegen die Timuriden gleich trauen, aber das ist sinnvoll, glaubt mir. Gut, dass wir jetzt erst die Rebellionen wegmachen. Ihr seht ja auch, das kostet alles Manpower. Das ist schon richtig so, wie wir jetzt vorgehen. Und eben Mazandaran ist ein so schönes Ziel. Die Verwaltung des Reiches. Administering an Empire heißt das auf Englisch. Spionagenetzwerk. Müssen wir beenden, weil es aufgeflogen ist. Leider. Sonst hätte ich noch einen Anspruch fingieren können auf Mazandaran irgendwo. Kann ich das noch? Nee, ne? Kann ich nicht, genau. Sonst irgendwo noch Rebellionsgefahr in Ardakan und in Basra. Gehen wir erstmal nach Basra. Oh, der Kaiser fliegt nach Taiwan. Ich glaube, damit ist es mit den Ming endgültig zu Ende. Das sehen wir doch gerne. Hier eigentlich auch Timuriden auf dem Thron in Khorasan? Ja, na klar sind da Timuriden auf dem Thron. Na klar sind die da auf dem Thron. In Afghanistan übrigens auch und in Transoxanien auch. Oh Mann. Aber na klar, wir sind die Befreier Persiens, ist doch klar. Jetzt gibt es nochmal einen Bürgerkrieg in Vijayanagar. Denen geht's auch nicht mehr gut, die kommen auch nicht mehr auf den grünen Zweig. Ist der Frieden hier noch bis 89. Das sind echt noch 5 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich das abwarten will. Ja, aber die bekommen einfach zu viel Hilfe.
Gefällt mir nicht. Also ich meine, wir könnten das trotzdem machen, aber nicht mit der geringen Manpower. Das ist zu risikoreich. Da können wir auch noch ein bisschen warten, bis wir die nächste Militärstufe erreichen. Oh nee, das müssen wir gar nicht erwarten. Das fällt mir gerade auf. Das müssen wir wirklich nicht erwarten. Wir haben jetzt auch nochmal bessere Disziplin. Vielleicht greifen wir doch an. Ich glaube, wir trauen uns. Wir sind mal ein bisschen mutig. Also, gegen wen würden wir denn da kämpfen? Gegen die zwei da unten, die sind total egal, die können auch nichts, oder? Militär 6, Militär 7. Eieiei, na gut. Wir können trotzdem nichts, das ist ein Provinzstaat in Arabien. Jetzt sind wir endlich mal rechtzeitig in Adakan. Wir haben aber immer noch Rebellionspotenzial in Basra. Ich weiß nicht. Die Emire sind jetzt wenigstens wieder treu, oder? Okay. Wir können ja mal schauen, was wir für eine bei der Versammlung für einen Auftrag bekommen. Ach was, Grundsteuer, das wäre absolut möglich. Persischer Golf, 65% oder mehr Handelsmacht. Ich glaube, das ist absolut nicht möglich, genau. Also müssen wir richtig Schiffe bauen, das machen wir nicht. Hussein Dai wurde gefeuert. Ja, das könnten wir an sich schon machen, ne? Haben wir hier überhaupt einen Fortschritt? Ja, haben wir. Hm. Ja, wir können den Mann trotzdem feuern. Ist egal. Wenn die Inflation? Bisschen. Ja, dann machen wir halt eine Inflationsreduktion. Eigentlich geht es ja um die Machtpunkte vor allem bei dem Berater. So, wir sollten mal irgendeinen Rivalen beleidigen, damit unsere Machtprojektion oben bleibt. Nachdem wir sie jetzt beleidigt haben, die Timuriden, können wir sie vielleicht auch angreifen. Weiß nicht. Ich hätte schon Lust. Finden die sich hier unten bei 16.000 mittlerweile. Und ihre Manpower ist auch nicht so schlecht, aber sie haben 4 Söldner. Hm. Es ist doch nicht unmöglich, dass Transoxanien oder so mal einen Krieg erklärt gegen die Timuriden, oder? Bündnis anbieten, da haben wir's. Da haben wir's. Jetzt ist es wieder möglich, jetzt können wir Krieg führen. Das machen wir. Aber die wollen nicht. Unglaublich. Wir brauchen jetzt Gefälligkeiten, sie haben kein Vertrauen. Ach, Leute. Nicht euer Ernst. Ihr habt doch Ansprüche, oder nicht? Wollt ihr nicht auch das Gebiet beherrschen? Ja, eben, ihr habt doch hier Ansprüche. Blob und Thermes. Na gut, dann halt nicht. Jedenfalls werden wir nicht mehr angegriffen. Dafür müssen wir jetzt wirklich gar keine Sorge mehr haben. Es gibt keinen, der uns angreifen kann. Also irgendwann die Osmanen leider, weil die hier durchgehen wie durch Butter. Ich hätte gedacht, dass da die Mamelucken ein bisschen mehr Gegenwehr leisten könnten, aber nee. Okay, hier hole ich jetzt keinen Berater dazu. Das wird zu teuer. Wir könnten natürlich in Teheran unsere Manpower erhöhen. Das wäre schon auch attraktiv. Na, ich weiß nicht. Das muss alles nicht sein. Wir bleiben ja erstmal passiver. Also gehen wir das doch mal ein bisschen systematischer an, die Timuriden. Was sind die wirklich für eine Gefahr? Ich meine, es gibt nicht die Gefahr, dass uns jemand anders aus dem Hinterrücks angreift, wenn wir die Timuriden angreifen. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass wir uns auf die Timuriden konzentrieren können, wenn wir gegen sie kämpfen. Wir können den Timuriden den Krieg erklären, theoretisch. Und übrigens, ich mache das jetzt mal, weil es mich sonst zu sehr aufregt. Ich baue einen Vorhang. Es regt mich sonst einfach zu sehr auf, wenn immer die Hauptstadt fällt. Vor allem, weil sie jetzt so teuer ist. Und die darf einfach nicht fallen. Die bringt uns so viel Geld ein, wir gehen pleite, wenn die im Krieg fällt. Also das ist wichtig, dass wir da jetzt erst nochmal eine Burg bauen. Ja, wir können natürlich erst diese arabischen Staaten da wegerobern. Also wegbelagern. Dann sind die schon mal raus.
Das wäre eine Strategie. Das wäre sehr unorthodox. Kann auch schief gehen, weil wir in der Zeit eben überrannt werden. Aber es ist vielleicht richtig, so zu machen. Ja, immer noch 14.000, ne? Ah. Ich weiß nicht. Wir warten mal ab. Genau, Südmesopotamien jetzt als Start, bitte. Harsh Treatment heißt raue Behandlung. Ich glaube, das haben sie in Google Übersetzer eingegeben. Jetzt müssen wir unseren Vasallen mal wieder retten. Aber wir sind hier gewachsen. Es ist auch schon mal schön, dass der Unterhalt der Staaten um 25% reduziert ist für 25 Jahre. Das ist durchaus geldwerter Vorteil. So, hier haben wir jetzt die Rebellion abgewehrt. Jetzt muss eigentlich nur noch in Basra eine kommen. Und ich stelle mich mal daneben, damit die auch wirklich spawnt. Nicht, dass unsere Armee das Spawnen der Rebellion aufhält. Das wäre ja auch schade. Also stellen wir uns einfach was. Hier könnten wir jetzt... Ah, das machen wir jetzt einfach, weil wir es können. Das bringt nochmal richtig schön Geld und nochmal richtig schön Rebellion möglicherweise. Ja, das bringt auf jeden Fall Rebellion, schaut euch das an. Aber das können wir ja alles managen. Wir müssen ja jetzt noch nicht gegen die Timuriden kämpfen. Wir können auch erst unser Land eben, die Herrschaft in unserem Land vertiefen. Ja, und es sieht so aus, als wäre die erste sinnvolle Ideengruppe tatsächlich militärischer Natur. Und ich glaube, wir gehen da auf Offensiv. Wir könnten natürlich auch defensiv nehmen. Die Moral der Armee plus 15 ist schon richtig schön. Ja, aber ich glaube, dass wir unsere Anführer hier verstärken im Nahkampf und im Fernkampf. Plus die Belagerungsfähigkeit, das ist einfach sehr verlockend. Wir gehen auf Offensivität. Irgendwo wird jetzt garantiert eine Rebellion gleich losgehen. Also da müssen wir jetzt erstmal alles wieder niederkämpfen. Das ist aber okay. Das wollten wir so. Wir wollten die Autonomie senken. Boah, wir können nochmal Grundsteuer erhöhen. Mazandaran hat die Renaissance ausgerufen. Und Karakoyundo würde ihnen helfen. Ja, auch Spaßvögel. Offenbar sind alle anderen Staaten administrativ auch viel weiter hinten als diplomatisch, denn anders wäre es nicht zu erklären, dass der Malus derselbe ist. Das ist der Bonus, den wir bekommen. Das kostet ja weniger, 5% weniger hier auf die nächste Stufe zu kommen, eben weil die anderen Staaten da schon weiter sind. Entsprechend, weil ich hier bei 1 weiter bin als hier, müsste eigentlich hier der Bonus weniger stark sein als hier. War schön, wenn man immer hier sagt, statt hier und dort, ne? Aber ihr könnt ja meinem Mauscursor durchaus folgen. Wir sind zu einer der Großmächte geworden, Leute. Sehr schön. Klang. Ja, der Rest der Welt wird vor dem Klang unserer Macht erschaudern und der Ruhm von Ajam soll sich über die Horizonte in nah und fern erheben. Beeindruckend, durchaus beeindruckend. Wir sind jetzt stärker als Dänemark. Nee, sind wir gar nicht. Irgendjemand anders ist abgestiegen. Die sind abgestiegen, die Kastilien? Okay, alles klar. Kastilien ist abgestiegen. Wir werden aber auf jeden Fall Dänemark überholen. Spätestens sobald wir Adalan integriert haben. Die hinterhältigen Schurken von Mazandaran machen die ganze Zeit Ansprüche auf uns. Das ist unglaublich. Alles wollen sie haben, aber nichts werden sie kriegen. Wir könnten es eigentlich total auf die Spitze treiben und den Achbas auch nochmal
Autonomie reduzieren. Jetzt muss es eine Rebellion geben, also anders geht das gar nicht. Ach Leute, jetzt rebelliert doch endlich. Ich hab euch so schön die Autonomie genommen. Wir könnten jetzt auch mamelukisch werden, offenbar, weil wir hier arabische Provinzen besetzen. Ist auch lustig. So, Nahkampf wird mal verbessert. Ja, es ist auch absolut sinnvoll, denn Stürmen und Schießen dauert noch ewig, bis wir das holen können. Die Verbesserung von Com hat sich wirklich gelohnt. Wir werden dadurch auch jetzt nach und nach einen einen technologischen Vorteil gegenüber unseren Nachbarn erringen. Also schaut euch mal an, wie fortschrittlich das Osmanische Reich ist. Das ist unglaublich. Naja, aber unsere anderen Nachbarn werden rückständiger sein als wir und das ist gut. Also wir helfen zwar der gesamten Region dadurch, dass wir die Renaissance so früh gefördert haben, aber wir werden trotzdem durch unsere Aktionen profitieren. Die Staatsehe mit Akoyundo ist vorüber. Die dürfen wir aber gerne nochmal eingehen. Was? Obwohl sie Ansprüche gegen uns machen, naja, es ist halt eben eine besondere Beziehung, die wir mit Akoyundo pflegen. Und wenn wir Ardalan integriert haben, dann haben wir 4000 Mann mehr nochmal. Das bringt uns hoffentlich nicht über unser Limit. Nee, gar nicht. Wir haben ein 32er Limit mittlerweile. Nicht schlecht. Timurinreich hat ein 27er Limit und hat nur 13.000 Mann. Wir haben von der Rekrutenreserve auch sie deutlich überholt. Ich glaube, bald können wir den Krieg gegen sie führen. Auch wenn natürlich der Frieden mit Mazandaran auch bald zu Ende ist, ne? Ja, genau. August 89 wäre auch nochmal eine Idee. Weil wir wollen ja nicht gegen Karakoyundo kämpfen müssen. Nee, wollen wir nicht. Also wir kämpfen dann lieber gegen das Timurinenreich. Oder hilft jetzt schon Transoxanien? Nö, hilft nicht. Nee, hilft gar nicht. Denkt nicht mal im Traum daran. Na gut, dann sammelt eben erstmal Favors. Auch in Ordnung, Gefallen. Das Osmanische Reich mag uns auch immer weniger. Ja, und sie haben sich gar nicht mal ganz Syrien geholt, sondern tatsächlich nur Adana, Antakya und Trablus. Na gut. Hätten sie mehr fordern können, würde ich sagen. Und Österreich ist kein Rivale mehr für sie. Auch interessant, solange sie mich nicht hinzufügen, ist alles in Ordnung. Haben sie nicht, okay, gut. 10 Prestige, Loyalität, 15 Prestige verlieren Richtung... Ne, wir gehen gern Richtung Mystik, alles gut. Alles gut, gefällt mir. Leute, ich warte immer noch auf eure Aufstände. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass wir die alle schon mal einmal niedergeschlagen haben. Der Unrest, also die Unruhe, aber trotzdem vorhanden ist. Ah, da kommt sie ein. Ach was, endlich. Ihr seht, gleich gibt es keine Unruhe mehr in der Region. Wir gehen in Richtung Mystik auf jeden Fall. Und wir holen uns die Werkstatt, die wir dann sogar auch bauen können, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Manufaktur, genau, können wir sogar schon bauen. Lohnt sich aber noch nicht finanziell. Basra lohnt sich aber schon. Das bauen wir jetzt auch. Und es lohnt sich Tabriz eindeutig, jetzt wo die Autonomie dort so gesenkt wurde. Und es lohnt sich kommen die Produktionsstätte. Mein Gott, wir können schöne Gebäude bauen. Das ist eine Wonne. Und wir laufen mal nach Tabriz, damit da auch nichts schief geht, nichts anbrennt. Auch wenn jetzt wahrscheinlich gleich wieder die Armee in Basra spawnt, ich sehe schon kommen. Oder da oben, da wo wir auch kein Vorhaben, in Mashhad Nishapur, da die Gegend. Wir können vielleicht auch darüber nachdenken, gleich zwei Armeen zu haben. Eine hier und eine im Osten. Denn es kommen ja nochmal 4000 jetzt hinzu. Charazor darf auch ein Staat werden im Zuge dessen.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Das haben wir integriert und seht euch das an. Wir sind noch mal größer. Wir haben zwar keinen Krieg geführt jetzt. Wir haben aber unser Reich vertieft, die Herrschaft gefestigt, unseren Vorsprung vor den Timuriden deutlich erweitert, sodass wir jetzt Krieg führen können, wenn wir wollen. Also es geht absolut. Genau. 14.000 gegen 23.000. Ich meine, jetzt langsam wird es lächerlich, wenn wir uns nicht trauen. Ja. Punkt. So ist es. Wir sollten uns einfach jetzt trauen. Wir gehen da jetzt rüber. Wir machen, aktivieren schnell mal alle Forts. Und dann kämpfen wir das jetzt. Kann doch nicht sein. Ah, das Schiff darf aber wieder zurück. Das soll da nicht untergehen. Ihr geht mal hier hin, dann könnt ihr nämlich gleich ganz am Anfang Khorasan ausschalten. Das wäre mir wichtig. Oh, Glück. Wir kriegen nochmal mehr Steuereinnahmen. Ich meine, wir müssen leider auf unseren noch besseren Herrscher da unten, auf unseren Thronfolger, sehr lange jetzt schon verzichten. Die sind außerdem ziemlich gleich alt, aber 354 ist völlig in Ordnung. Da möchte ich mich jetzt nicht beschweren. Und zack. Kaum läuft man in die eine Richtung, muss man wieder zurück. Doch nach Tabriz. Die Stadt befreien. Meinetwegen. Wir haben es so gewollt mit den Rebellionen. Immerhin alle Rebellionen, die jetzt noch spawnen können, spawnen im Osten. Also da, wo die timuridische Armee vielleicht nachher gleich durchläuft. Das ist okay. Da dürfen wir spawnen. Nur, dass wir hier im Westen erstmal aufgeräumt haben, das ist doch wichtig, glaube ich. Es fehlt tatsächlich nur noch die eine Provinz Yazd. Unglaublich. So, Thronfolger wird sterben. Oh nein, er wird garantiert sterben. Ein Jagdunfall, oh nee. Das ist schade. Naja. Dann ist unser Thronfolger tot. Richtig gut war er, richtig gut. Ja, vielleicht haben wir noch irgendeinen Zahnarzt als Sohn, dann können wir den eben ernennen. Unser Waffenstillstand mit Mazandaran ist beendet. Karakoyundo würde helfen. Aber ich meine, die können ja nicht viel helfen, oder? Die stehen da gerade so schön. Ich glaube, die mache ich jetzt einfach mal schnell platt. Das ist egal, ob ich dabei gegen Karakoyundo kämpfen muss oder nicht. Die stehen da so schön. Zack und weg. Hahaha. Das ging schnell. So leicht kann es gehen. Oh, Nogai hat uns als Rivalen bestimmt. Mohammed Kobanda, naja, der ist nicht so gut wie der Vorgänger. Lange nicht so gut. Aber er ist gut. Er ist immer noch ein ganz ordentlicher Herrscher. So, Mazandaran hätten wir. Schon mal fast vollständig. Wir können ja schon mal hier in den Süden laufen. Mit Teilen der Armee. Und die Provinzen dort schon mal in Beschlag nehmen. Und danach können wir nach Ganja. Ich meine, wenn Ganja die Hauptstadt ist, dann weiß er auch. Basit darf gerne Rebellion bekommen. Ah, und in Persien können wir unsere Religion propagieren. Das ist doch schön. Machen wir natürlich. Das hilft. Dann machen wir das, ja. Ich glaube, die haben überhaupt kein Geld, Karakoyundo. Ja, woher auch, ne? Sie haben ja vor 6 Jahren oder so Krieg gegen uns geführt und gegen die Mamelucken, wurden dabei komplett vernichtet. Woher sollen sie jetzt das Geld nehmen, hier Truppen auszuheben? Ansonsten wären hier überall eigentlich so kleine Anzeigen, dass die Truppen ausgehoben werden. Wir werden aber nicht ausgehoben. Wir können da völlig in Ruhe das ganze Teppich belagern. Und schau mal, die trauen sich auch nicht mal in unser Land rein. Das ist unglaublich. Wir haben ja jetzt unsere Festungsstufe 3 in Kom auch. Also wir sind jetzt auch nicht mehr so verwundbar wie im ersten Krieg. Sieht richtig gut aus.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich viel fordern werden von Karakul, nur das möchte ich eigentlich nicht, weil ich ja gleich nochmal Krieg gegen die Timuriden führen will und dann nicht so viele Provinzen einverleiben will, weil das zu viel administrative Macht kostet und auch die Rebellionsgefahr erhöht und Geld kostet und Aufmerksamkeit wegzieht. Und wir wollen es ja wirklich voll konzentrieren können auf den Timuriden-Kampf, der auch viel wichtiger ist für unsere Entwicklung erstmal. Maschat, da ist eine Rebellion, derer wir uns annehmen müssen. Mann sollten reichen dafür. Leider bekommen sie jetzt Separatismus, vielleicht sogar in zwei Provinzen, aber es ist okay. Der Anführer darf mal dahin wechseln. Hier gehen wir mit 12.000 Mann nach Tamris, halten da mal die Stellung, dann werden wir da schon mal nicht angegriffen. Machen die Rebellen da hinten eben noch weg. Wir sollten vielleicht ein Embargo gegen die Timuriden erlassen. Ah ne, wir haben schon eins, okay. Den haben wir noch als Rivale. Karakuyunlu, ja, das geht nicht natürlich. Doof, okay. Jetzt gibt es einen Befreiungsexpeditionstrupp von Karakuyunlu. Dem entgegnen wir mit einem General. Der ist auch ganz okay. Jetzt haben wir unsere Armee natürlich aufgesplittet, aber das ist okay. Ihr seht es, wie wir sehr wie sie hier vernichten. Wir sind deutlich stärker. Und wie gesagt, wir spielen im Iron Man, ne? Also es ist jetzt hier nicht irgendwie die irgendeine leichte Stufe oder irgendwas. Also ja, verdammt, ich habe nicht drauf geachtet, sie haben die Provinz gewechselt. Jetzt habe ich in zwei Provinzen 10 Jahre Nationalismus. Na toll. Das kommt davon, wenn man auf Geschwindigkeit 5 spielt. Aber ich will das hier ja auch schnell hinter mich bringen mit nutzlosen Kampf. Hier Festungsstufe 1 nur hat der General. Ne, der hat keine Belagerungsfähigkeiten, dann werden wir ihn wechseln. Auf den 2-Sterne-General. Gehen noch mehr Richtung Mystik. Ach, ich kann Ganja nicht, aber ich muss erst dahin kommen, Dude. Meinetwegen. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alle Rebellionspotenziale vernichtet. Nee, noch nicht ganz. Na gut. Wir holen uns hier Cars. Aber ehrlich gesagt, vielleicht kann ich auch schon Frieden mit Karakuyunlu machen. Ich will eh nichts von denen außer Geld. Nö, kann ich nicht. Noch nicht. Aber wir kommen ganz gut voran bei unserer Belagerung. Das ist auch schön. Gut, dann ist das gut. Dann ist alles gut. Auf nach Ardabil. Nachitschewan haben wir eben nochmal verloren, aber gleich haben wir ja Kars und dann können wir Ganja holen und dann können wir alles fordern, was wir wollen, weil wir die Hauptstadt und ein Fort halten. Dann ist ja nur noch ein Fort übrig. Plus wir haben diese ganzen Provinzen da im Süden schon weggeschnappt. Das wird. Mühlhausen ist zu einer Reichsstadt geworden, zu einer freien Reichsstadt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, und hier 6000 verirrte Karakuyunlus. Die kümmern wir uns gerne. Und in Sanjan ist Schluss für sie. Wahrscheinlich laufen wir jetzt wieder nach Nachitschewan. Ganja holen wir hier. Sewansee. Man lernt auch immer ein bisschen was über Geografie hier. Armeetradition, wie viel haben wir denn? Eigentlich möchte ich keine verlieren. Boah, wir haben 43, das ist gerade so eine kritische Sache. Und 10, 2,5 Professionalität ist es nicht wert. Da gehen wir lieber auf 15 Armeetradition mehr. Das ist mehr wert. Oh, schaut mal an, in Ganja können wir die Restarmee vernichten. Sehr schön. Und hier holen wir uns jetzt noch die Baugeschwindigkeit für Regimenter. Danach holen wir uns Feuer und dann haben wir hier schon die erste Idee mit der Festungsverteidigung plus 20%. Das ist schon ziemlich gut.
Können wir denn schon alles fordern von Karakoyulu? Dann machen wir das jetzt. Ja, sieht so aus. Ah ne, wir können sie ja noch erniedrigen. Alles klar, nee, dann lassen wir uns das nicht entgehen. Eine Erniedrigung ist immer gut für die Power Projection, also für die Machtausstrahlung, Machtprojektion, genau. Also wir können alles haben, was wir wollen, nur nicht erniedrigen, ne, genau. Ja, das kostet auch ohne Ende, aber schauen wir mal. Wir müssen sie eigentlich auch nicht erniedrigen. Wir holen uns ja jetzt eh was von den Temuriden. Und wir holen uns ja gleich auch noch einen Rivalen mehr, nämlich Nogai. Die haben uns ja als Rival hinzugefügt. Aber ich vermute, wenn wir die Hauptstadt haben, können wir das machen. Das müsste dann eigentlich gehen. In der Folge auch noch beenden. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei den 30 Minuten oder so, aber boah, ein Nogai macht auch noch ein Embargo, sonst... Ich meine, ihr seid so am Ende und dann macht ihr ein Embargo gegen uns. Das ist pathetic, echt. Genau, spiegelbildlich 49, minus 49. Bitte nicht auf 42 fallen. Nee, okay, gut. Ja, jetzt haben wir 99er Warscore, jetzt müssten wir ihn nicht kriegen können. Ja, können wir, glaube ich, auch, oder? Ja, können wir. Genau. Perfetto, dann tschüss Karakoyunlu. Hat mich sehr gefreut, euch das ganze Geld abzuknüpfen. Viel Spaß mit dieser Verschuldung. Und von Mazandaran holen wir uns das Filetstück, nämlich die schöne Provinz. Wir können natürlich jetzt auch das hier machen. Ups, das wollte ich nicht. Auch das hier nehmen. Das, ja, wir können. Dann machen wir es auch. Warum sollten wir es nicht tun? Können. So, und hier nichts, was die Kosten hochtreiben würde, also können wir es gleich machen. Ja, sehr schön. Ach, sieht das schön aus. Also wir haben Mazandaran erobert, wir sind in einem Top-Zustand, wir haben das Voreinkommen verstärkt, wir sind richtig reich. Das ist auch nochmal ein Riesen-Pluspunkt, wie ich finde. Wir bekommen vielleicht nochmal die eine oder andere Rebellion, die können wir aber locker niederschlagen, das ist alles nicht so schlimm. Wir können vielleicht auch nachher Verbündete... Ja genau, Delhi können wir jetzt reinrufen gegen die Timuriden. Perfekt. Leute, es läuft. Es läuft, und zwar richtig. Mit Delhi wird das gar kein Problem mehr. Was haben die für eine Militärstärke? 7, ja, alles gut. Okay, das war's für die Folge. In der nächsten werden wir mit Delhi zusammen die Timuriden plätten und werden uns hier Fasistan holen. Und dann sieht das schon mal ganz schön aus, denn wir haben hier jetzt schon echt viele gute Provinzen. Wir haben Mazandaran fast komplett. Mit Golestan wäre es dann wirklich komplett. Dann haben wir den ganzen Tabaristan-Staat. Wir haben hier unten im Irak schon was. Wir haben hier bis nach Kirkuk sind wir rein. Uns gehört Tabriz. Wir haben richtig Geld. Wir sind total stabil und wir haben keine großen Feinde. Es sieht gut aus. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ciao, bis dahin. Euer General Pilofas.